Hallo und herzlich willkommen zurück zu Favre Stranded. Wir haben Besuch. Hallo. Kann man jemand sagen, wie man Rabbits zähmt? Wenn es überhaupt geht? Den wird man irgendwo hin tun, weil der hoppelt hier so ganz früh durch die Gegend. Da wird es mir ein bisschen gefährlich. Nachher rennt er mir in die Stacheln. Komm her. Komm. Komm, Kaninchen. Komm. Ich tue dich zum Schaf, dann ist es nicht ganz so einsam. Komm her. Die Kühe? Die Kühe? Die Fein? Komm her. So ist brav. Okay. Hier ist sie jetzt in Sicherheit, hoffentlich. Man trifft da nicht über die Balustrade, das wäre recht blöd, aber ich glaube nicht. Okay, dann nehmen wir noch das hier eben mit. Wo wir gerade dabei sind. Reicht das? Jawohl. Okay, so, ich habe es nicht geschafft, die Upgrades zu machen. Dafür hatte ich irgendwie keine Zeit. Aber dafür habe ich die Windmühle soweit vorbereitet, dass wir endlich loslegen können. So, nochmal einmal hier so ein Seil plus Holz. Wo ist mein ganzes Holz? Ist das verbaut? Eigentlich nicht, wollte ich gerade sagen. Eigentlich ja nicht. Okay, also noch einmal ein Axel. Und dann hoffen wir mal, dass es mit der Säge funktioniert. Aber es sollte eigentlich. Habe ich sie getestet? Ich glaube nicht. Scheiße. Mist. Gut, aber wenn es nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht weiter, weil das ist nämlich dann eigentlich so, wie es funktionieren sollte. Also, die Windmühle ist halb fertig. Da fehlt noch ein Dach. Mir ist verdammt warm. Das ist nicht so cool. Lass mich durch. So, nochmal kurz abkühlen. Mhm. Stückchen Kaffee. Währenddessen. Mhm. Fantastobonus. Also. Mein Gott, hier ist ein ganz schöner Wald gewachsen. So, ich könnte dann vielleicht auch das Ding mal hier hinten hin verfrachten, wo ein bisschen weniger Holz ist. Obwohl hier ist auch nicht weniger Holz. Also. Da oben ist das Gerät. Ich muss dann aber von außen daran am besten. Ich nehme mal lieber Dirt. Das kann man einfacher abbauen. Momento. Ein bisschen Dirt. Kann ich gerade alles ablegen. Das brauchen wir gerade nicht. Das nicht, das nicht. Okay. Hühnchenfeder, die fliegen mir ständig zu. So. Wird mir irgendwann zu nutzen sein, definitiv. Okay, dann bauen wir mal eben kurz das Windmühlenrad da oben dran. Also, das Windmühlenrad muss an so einen Axel rangehangen werden. Von daher relativ easy. So. Was? Ich bin gut, dass ich noch einen Axel gemacht habe, wa? Da ist es nun. Und es ist wunderschön. Und es ist so geil, dass sie die Sachen endlich, also jetzt in der 1.10, die Mods, die normalen Texturen endlich nutzen können. Weil guck mal, wir brauchen gar keine extra Texturen. Das nimmt einfach die Holztextur und die Wolltextur. Ganz super. Das ist, erspart mir so viel Zeit beim Texturieren, das sage ich euch. Ich glaube, da läuft irgendwas nicht. Moment. Wo ist meine Schaufel? Soffle, da ist sie. Hier, guck mal, weil eigentlich sollte das, die Gearbox, die ich da oben drin habe, eigentlich um die Ecke gieren, quasi. Also das ist die horizontale das horizontale Momentum nach vertikal umgeleitet wird. Funktioniert anscheinend nicht. Warum? Oh, es ist falsch rum. Ups. Okay, das ist ein Problem. So, mit Shift-Rechtsklick können wir das ändern. Aha, jetzt. Jetzt ist korrekt. Warum haben wir jetzt einen Excel wieder gekriegt?
Hier unten ist was abgebrochen. Warum? Haben die nur eine bestimmte Reichweite? Wahrscheinlich, ja. Ach, nö. Ach, das noch. Wir gucken mal. So. Vielleicht kann ich es nicht ganz so lang machen, weil es eigentlich keinen Sinn macht. Ja, doch, eigentlich schon. Nee. Da muss eine neue Gearbox ran. Das sind wie viele? 1, 2, 3. Oh Gott. Jetzt habe ich aber noch 2 Gearboxen. Okay, wir gucken mal. Gearbox. So, die können auch kaputt gehen wie bei den Broken Ding. Seht, dann müsstest du, glaube ich, nur einmal mit neuen Zahnrädern aufcraften. Das ist alles halb so wild. Gut, Redstone und Gold Nuggets. So, und Holz, ja. Zack, hopp. Und hiervon 2 Sätze. 1, 2. Ne, 4. Na? Verdammt, nicht genug Holz. Gut, dass ich gerade frisch angepflanzt habe. So, muss reichen. Fürs Erste. Okay. Gearbox. Wie viel habe ich? 4, ne? So, ich mach nochmal 4. Alle, hopp. Okay, dann... das Bett hier? Jawohl. Läuft. So, und dann wird es hoffentlich endlich funktionieren. Stockst du? Nee, du drehst dich. Halt rum. Nein. So, falsch rum, wie gesagt. Aha. 1, 2, 3. Noch eine Gearbox. Ach Gott, ich weiß gar nicht. Aha. Und jetzt die Sawmill. Ja! Oh, es ist laut. Holy moly. Holy moly. Alter Vater, das ist ja heftig. Okay, ich kann, habe ich einen Cobblestone, weil ich kann nämlich die Gearboxen kann man mit Redstone-Signal besteuern. Das heißt, wenn ich da jetzt einen Hebel dran setze, dann sollte das ausgehen. Und hoffentlich die Gearboxen nicht ganz kaputt machen. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wann die genau kaputt gehen und, oder wie lange die laufen müssen, damit die kaputt gehen. Wir werden es erfahren, aber zum Glück ist das ja nicht ganz so fatal, weil wir hoffentlich die Maschine nicht so ewig lang und ewig oft brauchen werden. Man könnte übrigens auch unten das Ganze gut verteilen. Ja, ich gehe ja sofort mich abkühlen, aber erstmal muss ich dieses Ding hier ausmachen, bevor mir das auf den Sack geht. Plopp. Ah, das könnte... Ich habe keine Ahnung. Ich sollte mich abkühlen gehen. Und was essen. Ich habe mir gerade frisches neues Zeug gekocht, glaube ich, aus Eiern unter anderem und noch irgendwas. So, muss reichen. Was ist das? Was habe ich neues gekocht? Ich hatte gekocht. Das war nicht der gemischte Salat. Das war, was war das denn gewesen, Mensch?
Oder ich habe es mir eingebildet. Auf jeden Fall hier Scrambled Egg. Und Rührei. Spiegelei. Genau, Spiegelei habe ich auch. Vielleicht auch einen Saft dazu. Ja, einen Saft dazu nehmen wir auch. Das ist ein gutes Frühstück eigentlich. So Rührei und Spiegelei. Sehr gesund. Und eine Karotte. Für die Augen. So. Ja. Damit haben wir das. Jetzt brauchen wir noch den Turntable. Turntableau. Mhm. So, Gold. 4 Stück. Ich glaube, das war 4 Stück und ein Redstone für die Uhr. Ja, genau. Und Stones und ein Rad. Habe ich Stone dabei? Nope. Habe ich, glaube ich, verbraucht alle für das eine Ding. Yep. Gut, wir haben jetzt einen Ofen hier. Hopp. Ja. Danach machen wir es mal an das gute. An die gute Temperatur hier. Klimaanlage. Table. So, okay. Dann brauche ich Clay eine Menge. Beziehungsweise, oh, es wäre gut, wenn man das Ding noch ein weitermachen könnte oder noch eine weitere Gearbox baut. Weil ich zeige euch gleich, warum. Da brauche ich noch so ein blödes. Das habe ich langsam. Kein Gold mehr. Wobei, ist da was? Nein. Doch. Oh. nee, wir machen es anders. Wir können auch so bei der Gearbox sagen, dass sie die, das Momentum quasi verteilt. Wenn die Gearbox nicht schon kaputt ist. Ist sie kaputt? Nein, ne? Gut. Also, und zwar müssen wir einfach eine Stufe nach oben gehen. Ist halt, ja. Weil wir können nämlich hier an jede Seite so einen Plöpp dran machen. Und dann zum Beispiel hier den Turntable. Oh. Kann ich ihn einstellen? Oh, man kann ihn einstellen. Cool. Die Geschwindigkeit, glaube ich. Und hatte ich noch irgendwas? Die Sommel kann ruhig da bleiben. Das Millstone, ja, aber das ist nicht so wichtig. Ach so, okay. Mit dem ist das problematisch, weil da muss ich irgendwie drankommen. Können wir da vielleicht noch ein Treppchen hinstellen? Entschuldigung. Der obligatorische Nieser, ja, ja. Okay, Treppen, Treppen, Treppen hatte ich hier irgendwo hingetan, weil ich ja schon gebaut hatte. So, auch noch. Und dann aus was, wie wird denn das gemacht? Wir können mal kurz nochmal add. Weil, ist hier denn welches Rezept dabei? Das wäre zumindest ganz schön. Nein, unfired. Unfired. Clay. Achso, halt. Clay. Im Turntable. Also, ein Clay-Block. Gut. Gut zu wissen. Clay-Blöcke hatte ich ein paar. 3. Wow. Doch so viele! Way! Ja, okay. Gut, dann kann ich ja noch ein paar mehr machen. Wenn ich meinen Eimer finde. Eimer schön und Dust. Ich glaube, ich habe einmal einen Dust, den ich hatte, gesiftet. Wa? Ja. Sieht ganz danach aus. Gut. Macht nichts. Wir haben ja zum Glück ein Hämmerchen. Das mit dem Sand ganz kurz einen Prozess macht. So. Schaufel kann weg. Das kann kurzfristig weg. Das und das und das und das. Compress Hammer. Der ist immer so schön versteckt, weil er grau auf grau ist. Das ist immer schon schöne Tarnfarbe. So, weg mit dir. Her mit dir und her mit dir. Achso, Sand. Ja.
Dann machen wir das da vorne. Das geht auch. Mitkommen, Mr. Brunnen. Dringend Automatisierung hinpacken. Das geht ja so nicht. Das ist ja mega nervig. Ja, wir müssen mal in die Quest reingucken, was wir da mal weitermachen. Ich glaube, dafür muss ich wieder noch eine ordentliche Runde siften. Und erstmal müssen wir das machen, was ich machen wollte. Und zwar brauchen wir einmal, glaube ich, zum Weitermachen hier ein Crucible, den wir nur auch turntablen können. Und danach würde ich gerne so Pflanzpötte bauen. In der Hoffnung, dass die ein bisschen angenehmer sind, was das Benutzen angeht. So, wir gucken mal. Natürlich sollte der Schäbel dann nach vorne. Tust du dich turnen? Tust du dich turnen? Schwer zu sagen. Und wie geht das überhaupt? Oh Gott, ich hab mir gar nicht geguckt, wie es geht. Geschwindigkeit? Nein. Das ist wieder schlecht. Hm. So schon mal nicht. Tust du dich überhaupt drehen? Ich glaube nicht. Von wo brauchst du dann dein Momentum, dass du dich drehst? Von oben ja bestimmt nicht. Von unten? Hm. Dann brauche ich eine Gearbox. Hm. Hm, schwierig, schwierig, schwierig. So, ach Quatsch, ich brauche Dingens, ne? Das und das. Und Holz habe ich dabei. Gearbox. So, die können wir nämlich wunderbar einmal umdrehen. Auch weil es dann echt sau doof aussieht, aber gut. Also einmal so. Genau. Und dann kommt quasi... Ach Gott, da muss ja noch ein Excel. Ach Gott, das ist ein bisschen eichblöd gelaufen. Aber das kriegen wir hin. Moment. Mein Gott, es ist momentan auch wieder mega heiß hier. Es ist schlimm. Ah, das ist falsch rum. So. So. Oh nee, das passt nicht. Scheiße. Oh Gott, das muss ich nochmal umbauen. Erstmal müssen wir uns hinlegen. Und abkühlen. Oh Gott. Was soll's, dann baue ich halt noch eine Gearbox. Meine Güte. Alter Vater, und mehr Axels brauche ich dann. Na. Nun gut, meine Güte, das ist... Das ist auch so ein bisschen wieder wie in Rotary Craft, ne? Das war auch ein fürchterlicher Mod. Ich habe ihn gehasst wie die Pest, weil er so fürchterlich Rotations- und Geschwindigkeit und... Hast du nicht gesehen? Das war... Ach Gott, das war furchtbar. Also dieses eine Gerät, wo man Sachen zwar echt krass runterbrechen konnte, ich glaube verachtfachen oder so, also Erze verachtfachen, aber dafür musste man dann irgendwie erst mit der bestimmten Geschwindigkeit in die eine Richtung drehen, ja, und dann mit einer anderen Geschwindigkeit in die andere Richtung und dann musste man noch gucken, dass man da so einen Zwischenspeed findet, damit man den dritten Schritt abschließen kann und so. Oh, das hat mich immer voll angekotzt. Das haben wir einmal gemacht, einmal haben wir Rotary Craft wirklich gespielt in diesem einen alternativen großen Pack. In 1.7 war das, glaube ich, gewesen. Das war echt schwierig, das sage ich euch. Schwierig. Da haben wir so einige Text gepestet gehabt, genau.
Weil damals war es irgendwie cool, weil es so neu war und so neuartig. Ohohoho. Also, wie hätte ich es gerne? Ich hätte es gerne so, und zwar die Gearbox kommt hier hin. Also Excel, Gearbox. Mhm. Dann kommt die nächste Gearbox hier hin. Mhm. Hier zwischen kommt ein Excel. Hier oben drauf kommt ein Excel. Dann kommt hier der Turntable hin. Dann hat man ihn nämlich auf Bodenebene. Und dann ist da alles wunderprächtigst. So. Ja. Jetzt hat man nur halt nur weitere Excel. Dafür brauche ich mehr Faser. Die werde ich sammeln. Und ich gucke mal, dass ich... Oh, das Problem ist, ich habe eigentlich jetzt gerade zwischen Folgen keine Zeit. Das ist das Problem. Hey, hey, hey. Hört auf, mit euren Eier zu werfen. Lasst es sein. Vermehrt euch lieber. Ach nee, ich wollte gerade sagen, das war. Ich sah gerade wie ein Compressed Chicken, aber es war keins. Schade. So, Mörsche. Ach ja. Das verdammte Magnet. Kiste. Magnetkiste. Wie viel habe ich jetzt hier drin? Oh, zwei sogar. Das könnte reichen. Ja, das reicht sogar. Hier einfach nur eine Excel, oder? Haha, war zwei. Ja, gut. Das reicht, das ist gut. Können wir mal den Turntable testen. Wenn das nicht gehen sollte, habe ich ja zumindest dazwischen Folgen kurzfristig Zeit, einmal zu gucken, wie das geht mit dem Clay-Formen. So. Also. Zwischen mal? Keine, ne? Nein. Also zack. Oh. Okay, nein. Weg mit dir. So, so. Turntable drauf. An. Sollte funktionieren. Kann ich jetzt den Clay? Ah, haha, guck mal einer an. Jetzt. Er dreht sich. Ja, ja. Kann ich jetzt. Halt, ich wollte das erste schon davon haben. Will ich haben? Ja, genau, das funktioniert so. Wunderbar, es funktioniert. Ich will diese Planter-Dinger haben. Aber wir brauchen auch noch kleine Vasen. Also, sollte hier nicht... Ach nee, da kam kleiner Clay geflogen. Je nach Umdrehung wird halt ein Clay quasi entfernt. Also kriegen wir auch was wieder. Wenn es sich quasi zu Ende gedreht hat, dann kriegen wir vier Clay wieder insgesamt. Weil dann, ne, quasi einmal neu machen. Okay, was wir noch brauchen, ist die nächste Stufe. Deswegen gibt es auch die Geschwindigkeit, damit es ganz ein bisschen schneller geht. Planter. Ne, Quatsch. Crucible Planter. Vase ist, glaube ich, nur zur Deko. Also diese Vase. Boah, ich nehme eine mit. Ich nehme einfach eine mit. Ich glaube, die Vasen sind nur Dekoration. Gut, aber das nächste in der Reihe ist eine Urne und die brauchen wir. Okay, das ist doch die schnellste Geschwindigkeit, das wusste ich nicht. Dann dauert es doch recht lange irgendwie. Und die kleine Urne. So, die Urne braucht man nämlich dann hinterher für dieses Soulforged Iron oder Steel oder wie auch immer. Soulforged. Ja, Soulforged Steel Ingot. So, im Stock Crucible. Und weil das Zeug ist nämlich eigentlich gar nicht mal so schlecht und relativ early game zu erhalten. Und damit kriegen wir gute Rüstung, wie wir hier schon haben, ne? Mit zwei Armorschaften, das sind 8 Armor. Ist nicht verkehrt. So, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.